Vielleicht starte ich gerade noch mal mit einer kurzen Wiederholung. Beim letzten Mal ging es ja um die Grenzen der Logik. Und da haben wir ja gesprochen über unseren fliegenden Pinguin, den wir hier sehen. Wir hatten ein paar verschiedene Axiomatisierungen probiert. Also vielleicht gehen wir noch mal kurz zurück zum Originalproblem. Wir haben einen Pinguin Tweety. Pinguine sind Vögel und Vögel können fliegen. Also schließen wir, Tweety kann fliegen. Was er nicht stimmt. Und das liegt natürlich an dieser Regel, die heißt, alle Vögel können fliegen. Ja, also daran müssen wir was ändern. Also gehen wir her und schreiben vielleicht einfach dazu, Pinguine können nicht fliegen. Und dann können wir ableiten, tatsächlich, korrekterweise, dass der Tweety nicht fliegen kann, aber gleichzeitig, dass er fliegen kann. Also haben wir einen Widerspruch. Das liegt daran, dass wir eine monotone Logik haben. Monoton heißt, wenn wir zusätzliches Wissen hinzufügen, dann können wir mehr ableiten als vorher, aber irgendwie Wissen, das vorher ableitet war, das können wir nicht rückgängig machen, nicht wegnehmen. Ja? So, das war das Problem. Dann sind wir hergegangen und haben gesagt, oh ja, dann fügen wir doch eine weitere Regel dazu und sagen, alle Objekte, die Vögel sind, und nicht Pinguine, die können fliegen. Ja? Und außerdem sagen wir, Pinguine können nicht fliegen. Und dann haben wir das Problem gelöst. Ja? Aber welches neue Problem taucht denn jetzt auf? Also eigentlich ist ja hier unser Problem damit perfekt gelöst. Wir können genau das ableiten, was wir wollen. Aber welches neue Problem haben wir uns dadurch eingehandelt? Dass es vielleicht auch noch andere Tiere aus Pinguinen gibt, die Vögel sind, aber nicht fliegen können. Für die müssten wir ja dann auch jedes Mal einen Spezialfall machen. Genau, wir müssen, das ist das erste, aber eher kleinere Problem. Also für alle nicht fliegende Vögel müssen wir so eine Ausnahmeregel hinschreiben. Aber wir haben noch ein größeres Problem, nämlich mit der ganz großen Mehrheit all der Vögel, die fliegen können. Für die haben wir nämlich ein richtiges Problem. Schauen Sie mal die Regel an. Vogel und nicht Pinguin von X, Pfeil fliegen von X. Fliegen kann, dann muss ja dann, das ist ja ein Widerspruch eigentlich. Also die Unverknüpfung kann ja, es kann nicht beides wahr sein. Also wenn jetzt zum Beispiel. Wieso? Das, natürlich kann das wahr sein, dass irgendwas ein Vogel ist und kein Pinguin. Das ist doch kein Widerspruch. Ich muss aber für alle Vögel wissen, ob es ein Pinguin ist oder nicht. So ist es. Das ist das Problem. Ich muss für jeden Vogel, der kein Pinguin ist, muss ich das explizit reinschreiben. Und das Problem haben wir ja dann zum Beispiel gehabt mit dem Raben Abraxas. Ja? Und wenn wir das jetzt so hinschreiben, also quasi alles Wissen von dem Abraxas hinschreiben, dann können wir immer noch nicht ableiten, ob der fliegen kann, weil nicht da steht, Abraxas ist kein Pinguin. Wir müssten tatsächlich hinschreiben, nicht Pinguin von Abraxas. Nur dann könnten wir diese Regel anwenden. Schauen Sie, Vogel wissen wir, ja? Weil wir wissen, das ist ein Rabe, Raben sind Vögel und damit wissen wir, dass der ein Vogel ist. Aber darüber wissen wir nichts. Wir wissen nicht, ob der ein Pinguin ist. Also können wir diese Regel nicht anwenden. Sprich, Problem können wir auch lösen, indem wir hinschreiben, nicht Pinguin von Abraxas. Aber hallo, wollen wir das tun? Und das ist ein generelles Problem, das wir haben, wenn wir Logik anwenden wollen auf reale Anwendungen. Wir müssen für jedes Objekt erstens alle seine Eigenschaften hinschreiben
und zweitens alle seine Nicht-Eigenschaften hinschreiben. Ja, da wären wir natürlich verrückt. Ja? Und das ist ein natürlich ein prinzipielles Problem, aber vor allem ein praktisches Problem. Weil wenn ich eine Wissensbasis hinschreibe, ja, dann da denke ich doch nicht dran, dass ich von jedem Objekt auch alle Nicht-Eigenschaften nur hinschreibe, die vielleicht relevant sein könnten. Und das führt tatsächlich zu Problemen bei der Formalisierung von Anwendungsgeschichten. Das werden wir sicher auch noch sehen in den Übungen. Da werden wir dann ja auch Prolog programmieren und da geht es um solche Dinge. Okay, das wollte ich einfach nochmal wiederholen. Ein ähnliches Problem ist das Frame-Problem. Also wenn ich, da geht es jetzt Richtung Planung. Ja? Und Planung ist ja heute, gerade auch in der Robotik, ein Gebiet, das wieder immer wichtiger wird. Machen wir ja hier auch beim High-Level Learning from Demonstration, verwenden wir auch symbolische Planer, die mit so logikbasierten Sprachen arbeiten. Ja? Und jetzt haben wir so ein Beispiel. Wir haben ein Haus, Farbe von Haus, blau, also ein blaues Haus. Wir streichen das Rot an und haben dann noch eine Regel, wenn es mit der Farbe Y angestrichen wird, dann hat es hinterher die Farbe Y. Okay, alles gut. Aber dieses Haus ist hinterher rot und blau. Und eigentlich wollen wir die blaue Eigenschaft dem Objekt wieder wegnehmen. Ja? Geht aber nicht wegen der monotonen Logik. Ja? So, und da gibt es eben einen eigenen Forschungsbereich über Default-Logiken. Das sind Logiken, bei denen wir eben Default-Regeln haben und andere Regeln, die tatsächlich dann die Default-Regeln überschreiben. Ja? Das heißt, da können wir dann tatsächlich Wissen wieder rückgängig machen und so eine Logik ist dann nicht mehr monoton. Okay, wir werden heute über Prolog reden und da werden wir auch so Planungsbeispiele sehen und da werde ich den Situationskalkül einführen. Das ist eine Methode, um dieses Frame-Problem quasi zu umgehen. Ja? Und zwar das Frame-Problem tritt auf, wenn ich habe ja hier ein Prädikat Farbe. Ja? Das heißt, die Farbe von einem Objekt wird über das Prädikat Farbe definiert. Wenn wir hergehen und solche Eigenschaften nicht auf der Prädikatsebene beschreiben, sondern auf der Funktionsebene über Funktionsterme, dann können wir die auch wieder verändern. Ja? Das werden wir heute noch sehen an einem Beispiel. Okay, gut. Eine andere Möglichkeit, das Problem zu lösen, ist, indem wir eine probabilistische Sprache verwenden. Das heißt, dass mit Wahrscheinlichkeiten das Problem modellieren, zum Beispiel indem wir diese Regel, Vögel können fliegen, nicht mehr so hart hinschreiben. Ich meine, wir Menschen interpretieren die Regel ja auch nicht so hart. Wir wissen, okay, auch wenn einer sagt, alle Vögel können fliegen, dieses alle interpretieren wir also die Sicherheit, dass wenn ich einen Vogel sehe, dass der fliegen kann, ist sehr hoch, aber nicht 100%. Ja? Und das können wir natürlich sehr schön mit Wahrscheinlichkeiten hinschreiben. Okay, gut. Ja, dann starten wir jetzt mit Prolog. Logikprogrammierung mit Prolog. Ja, einer der Erfinder von Prolog hatte mal diese Formel hingeschrieben. Algorithm ist gleich Logic plus Control. Das gilt insbesondere für so eine Sprache wie Prolog. Ja? Also Prolog, haben wir ja schon gesehen, ist letztlich nichts anderes als, also die Sprache, die Syntax, nichts anderes als eine Teilmenge von Klausellogik, nämlich Hornklauseln. Eine spezielle Teilmenge der konjunktiven Normalform. Also ist es eigentlich Logik, aber wir wollen natürlich dann mit Prolog auch tatsächlich, dass da was passiert, dass da was ausgeführt wird. Und es genügt nicht für reale, etwas komplexere Anwendungen bloß die Logik hinzuschreiben, sondern wir müssen da vielleicht auch noch in die Abarbeitung mit eingreifen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, wir haben es ja gesehen, auch schon bei Theorembeweisern. Und
letztlich, wenn ich jetzt eine Formel beweisen will in konjunktiver Normalform mit Resolution, dann habe ich einen ganz stark explodierenden Suchbaum. Und das heißt, das ist ein kombinatorisch explodierendes Suchproblem, was gigantisch Rechenzeit erfordert. So, und um dieses Problem in den Griff zu kriegen, dazu ist vor allem dieser Kontrollaspekt da. Ne? Also wir können da bei Prolog noch steuernd mit eingreifen und vielleicht dafür sorgen, dass unser Suchraum nicht ganz so groß wird. Okay, ja, Prolog hat viele Anwendungen in der KI und auch in der Computerlinguistik. Das sollte man hier schon erwähnen, also die Linguisten. Also wenn es darum geht, Verarbeitung natürlicher Sprache, Spracherkennung und so weiter, da wurde in der Vergangenheit sehr viel mit Prolog gearbeitet. So, zwei klassische Bücher über Prolog, Bradco Prolog und Glocks in Mellish, beides Prolog-Einführungsbücher. Okay, nochmal kurz die Syntax von Prolog. Also ich habe hier in der Tabelle immer nebeneinander zum einen die Klausel-Normalform. Also hier haben wir eine Klausel mit vielen negativen Literalen und einem positiven Literal. Sowas nennt man eine Hornklausel. Ja? Zur Erinnerung, Hornklauseln sind Klauseln mit höchstens einem positiven Literal. Genau das haben wir hier. Viele negative, ein positives. Und in Prolog sieht das Ganze so aus. Ja? Also positives Literal, Doppelpunkt Minus und dann durch Kommata getrennt die negativen Literale. Ja. Das ist eine Regel in Prolog. In der Klausel Normalform können wir diese Regel hier auch so hinschreiben. Das ist vielleicht sogar intuitiver, weil jetzt haben wir es ja als Implikation geschrieben. Hier sind die Vorbedingungen und da die Nachbedingungen von unserer Implikation. Und die Prolog-Syntax ist praktisch, wir drehen die Reihenfolge in dieser Klausel um und schreiben die Nachbedingung vorne hin und dann die Vorbedingungen. Ja. Das hat sicher auch den Grund, dass die Abarbeitung von Prolog arbeitet nach dem Backward-Chaining-Prinzip. Haben wir beim letzten Mal auch schon angesprochen, Forward-Chaining, Backward-Chaining. Backward-Chaining heißt, wir gehen von unserem Ziel, von unserer Anfrage rückwärts. Wir starten mit der Anfrage und also so eine Anfrage, die sieht, genau, guck mal die gerade noch an, eine Anfrage besteht aus lauter negativen Literalen. Ja? Das ist ja quasi unser Nicht-Q. Ja? Unser Nicht-Q, das ist die Anfrage. So, und die wird so hingeschrieben. Fragezeichen Minus und dann die einzelnen Literale unserer Anfrage. So. Und wenn wir, nehmen wir mal, um es einfacher zu machen, eine Anfrage, die nur aus einem Literal A1 besteht, dann wollen wir das A1 beweisen. So, das ist jetzt ein negatives Literal. Um da einen Resolutionsschritt zu machen, brauchen wir ein komplementäres Literal. Das heißt, ein positives Literal, was dann unifizierbar ist, das kann nur einer von den Klauselköpfen sein, weil die sind positiv. Ja? So, das heißt, wir wollen das hier beweisen, dann suchen wir eine Klausel mit passendem Kopf und jetzt sieht man auch, weshalb die Regeln rückwärts geschrieben sind. Wir wollen von unserem Ziel, suchen wir so einen Kopf, der matcht und dann, wenn der Resolutionsschritt durchgeführt wurde, sind die beiden Literale weg und das sind die neuen sogenannten Subgoals, ja? Also die neuen Teilziele, die ich jetzt beweisen muss. Dann suchen wir uns für die wieder irgendwo eine Klausel, ein Klauselkopf, wo das Ganze matcht und so weiter. Okay, gut, damit ist die Syntax eigentlich geklärt. Am Ende von den Regeln haben wir immer einen Punkt. Ah ja, Fakten habe ich nicht erwähnt. Fakten, das sind einfach positive Literale. Ja? Okay. So, Prolog-Systeme und Implementierung, da gibt es natürlich heute viele verschiedene. Zwei frei verfügbare gute Prolog-Implementierungen sind zum einen das GNU-Prolog und das SWI-Prolog. Die haben wir beide auch auf dem Uranus oder LTS2 installiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, könnte sein, dass die in den Windows-Laboren auch laufen. So,
Ja, dann diese Systeme, die werden implementiert, also ich meine, dann verwendet man zum Beispiel C als Programmiersprache, aber da gibt es dann noch so eine Zwischenebene, und zwar den Warren Abstract Machine Code, WAM. Ja? Da gibt es dann solche Befehle wie zum Beispiel Unifikation, ja? Oder nach einer matchenden Klausel suchen und solche Dinge. Ja? So, aber da will ich jetzt nicht weiter im Detail drauf eingehen. Ja. Wichtig ist, dass letztlich Prolog-Programme interpretiert werden. Ja? Ich meine, das liegt einfach an der Mächtigkeit dieser symbolischen Sprache. Wir werden nachher auch noch Befehle sehen, die es in Prolog gibt, die man praktisch nicht kompilieren könnte. Okay, Geschwindigkeit bis zu 10 Millionen logische Inferenzen pro Sekunde auf einem 1 GHz PC. Ja. Aber bis zu, wenn ich komplexe Prolog-Programme habe, bei denen insbesondere die Unifikationen sehr zeitaufwendig sind, wird man diese 10 Millionen LIPS niemals schaffen. Okay, so, schauen wir uns wieder unser Verwandtschaftsbeispiel an und versuchen das mit Prolog zu lösen. Also, wir haben so eine kleine Teilmenge von unserer Verwandtschaftswelt. Da haben wir hier ein paar so Kindfakten. Also Klaus ist zum Beispiel Kind von Maria und Otto B. Genau, Sie sehen, wir haben hier zum Beispiel so einen Otto und einen Otto B. Und dann haben wir hier die Symmetrie der Kindrelation. Also wenn x Kind von z und y ist, dann ist x auch Kind von y und z. Und das brauchen wir, damit quasi die Eltern vertauschbar sind. Ja? So, dann haben wir das Nachkommeprädikat. Also x ist ein Nachkomme von y, wenn x ein Kind von y ist. Und x ist ein Nachkomme von y, wenn x ein Kind von u ist. Und u wiederum Nachkomme von y. Hier haben wir die Rekursion drin. Okay. Das speichern wir in so einer Prolog-Datei ab und können dann in unserem Prolog-Interpreter Anfragen stellen. Also ich führe das jetzt nicht auf dem Interpreter aus, das sind tatsächlich Befehle, die man genauso auch auf dem Interpreter ausführen kann. Also zum Beispiel, indem man GNU-Prolog startet, dann kriegt man so einen Prompt, so ein Fragezeichen Minus, da gebe ich jetzt ein, eckige Klammer, Verb 1, Punkt hinten dran, und dann muss es eine Quelldatei geben, im gleichen Verzeichnis namens verb1.com. PL und dann wird die geladen. Ja? So, und jetzt kann ich so eine Anfrage stellen, Kind Eva Otto Anna. Und da kriegen wir dann zur Antwort Yes. Was macht denn unser Interpreter, wenn ich die Anfrage stelle, Kind Eva Otto Anna? Kann das mal jemand kurz erklären? Nützt die Zeile 8, genau. Ja, okay, langsam. Aber bevor wir in die Zeile 8 gehen, ist schon einiges passiert. Fängt von hinten an. Wo, von hinten? Also er fängt, ich glaube, er fängt bei Zeile 11 an. Das ist nicht Backward Chaining. Nein, nein. Unser Prolog-Interpreter fängt immer bei Zeile 1 an. Aber das hat auch mit Backward-Chaining nichts zu tun. Was ist Backward-Chaining? Backward-Chaining heißt, wir starten von der Anfrage aus. Ja? Also das heißt, wir nehmen unsere Anfrage, Kind, Eva, Otto, Anna. Und was machen wir jetzt? Ja, wir wollen die beweisen. So, was tun wir jetzt? So, dass
man nach Kind, Eva, Otto, Anna. Woraufhin gab es nichts. Genau. Wir suchen nach Kind, Eva, Otto, Anna. Und zwar immer in der Reihenfolge, wie die Formeln in der Quelldatei drinstehen. Das heißt, wir fangen bei Zeile 1 an. Also natürlich ist das jetzt eben über die Warren Abstract Machine so implementiert, dass wir nicht alles anschauen müssen in der Quelldatei. Das heißt, wir suchen jetzt nach einer Klausel, in der das Kind-Prädikat positiv vorkommt. Ja? Und da haben wir tatsächlich 7 Stück, nämlich Zeile 1 bis 6 und dann noch Zeile 8. Da kommt das Kind-Prädikat überall positiv vor. Gut, das heißt, der Interpreter, der versucht jetzt unsere Anfrage zu unifizieren mit Klausel 1. Das heißt, dieses Kind Eva, Otto, Anna wird versucht hiermit zu unifizieren. Aber das scheitert natürlich sofort schon hier. Weil wir sehen, Eva und Otto sind zwei Konstanten, die können wir nie gleich machen. Dann probieren wir es hier, dann probieren wir es hier. Hier geht's. Eva und Eva, wunderbar. Aber da haben wir Anna und in der Anfrage haben wir Otto. Geht auch nicht. Zwei Konstanten. Okay. Und dann hier sind wir schnell durch, geht nichts. Und dann gehen wir hier rein. Okay. Dann sind wir hier drin, Kind, Eva, Otto, Anna. Und die Klausel vertauscht uns jetzt die beiden. Dann haben wir Kind, Eva, Anna, Otto. Und das ist das neue Subgoal, das wir beweisen müssen. Das ist negativ. Jetzt geht es wieder los mit der Suche hier oben. Jetzt suchen wir eine Klausel. Die sind ja alle positiv. Und wir werden hier erfolgreich sein. Kurze Frage, was passiert, wenn wir diese Regel da oben ganz in die erste Zeile hinschreiben? Ja? Also wir nehmen die ganz nach oben. Genau, so ist es. So ist es, weil dieser Kopf mit 3 Variablen ist immer unifizierbar. Egal wie mein Subgoal aussieht, das heißt, wir rattern tatsächlich senkrecht runter in die Tiefe. So lang, bis unser Prolog-Interpreter schreit Stack Overflow. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass die Fakten oben dran stehen. Ich meine, das ist jeder, der schon mal programmiert hat, das ist das gleiche wie beim rekursiven Programm. Wenn ich ein rekursives Programm habe, bei dem der Terminierungsfall nicht zuerst abgefragt wird, dann passiert genau das. Wir rasen in die Tiefe und kriegen einen Stack Overflow. Okay, gut, also, das Problem haben wir geklärt und der Prolog-Interpreter sagt auf diese Anfrage Yes. Wer gibt mir die entsprechende Antwort? So, jetzt haben wir so eine Anfrage, Nachkomme XY, was ist denn das? Also es ist ja gar keine konkrete Anfrage. Naja, das ist nichts anderes als die Frage, gibt es ein Paar von Objekten, derart, dass x Nachkomme von y ist. Naja, und was macht unser Interpreter? Er sucht, ob er so ein Paar findet. Und offenbar findet er ein Paar, sagt mir sogar x gleich Otto, y gleich Katrin, yes. Gehen wir vielleicht nochmal zurück. Also, Nachkomme xy und wir kriegen Otto Katrin. Also, Nachkomme ist klar, das ist die erste Klausel, die matcht. Nachkomme Otto Katrin und dann kriegen wir, müssen wir hier als Subgoal beweisen, Kind Otto Katrin und irgendwas. Also suchen wir hier und wir sind hier sofort erfolgreich. Und jetzt wissen wir auch, warum wir Otto und Katrin als Antwort kriegen, weil das halt als erstes in der Datenbank auftaucht. Wir könnten, wenn die Reihenfolge jetzt eine andere wäre, auch was anderes kriegen. So, wir werden später noch sehen, ich meine, wäre vielleicht auch schön, wenn mir der Prolog-Interpreter alle Antworten geben würde, die möglich sind. Auch das können wir haben, werden wir noch sehen, wie wir es machen. Okay,
Gut. Wir können auch fragen nach Comic Klaus Y. Das heißt, wir wollen wissen, dieser Klaus, von wem ist denn der Nachkomme? Und dann kriegen wir gesagt, Maria. Warum kommt da Maria heraus? Naja, weil es hier steht. Also ist in erster Generation Nachkomme von Maria. Nachkomme Klaus Katrin wird nicht beantwortet. Warum denn das? Warum wird das nicht beantwortet? Ja, also wie würde denn jetzt unsere Antwort lauten? Was würden Sie sagen bei der Wissensbasis auf die Frage Nachkomme Klaus Katrin? Was wäre Ihre Antwort? Dass es richtig ist? Ja. Weil Klaus ist ja Kind von Maria und Maria ist Kind von Katrin. Deswegen ist Klaus ein Nachkomme von Katrin. Ja. Genau. Und warum wird das jetzt von unserem Interpreter nicht beantwortet? Warum wird es nicht beantwortet? Also, überlegen wir es uns. Da fehlt eine weitere Regel. Es fehlt eine Regel? Warum? Also wir haben ja Nachkomme XY, Kind XYZ. Wenn wir jetzt Klaus und Katrin eingeben, dann findet er einen Match. Beziehungsweise er kann ja Klaus... Eigentlich fehlt keine Regel meines Erachtens. Ich zeige Ihnen nochmal, wie die Antwort funktionieren sollte. Also Nachkomme Klaus Katrin ist klar, das Match zum ersten Mal hier. Ja? Klaus Katrin, also Kind Klaus Katrin Z. Diese Regel matcht hier nirgends, weil wir haben hier nirgends Klaus Katrin. Also gehen wir hier rein. Ja? Kind Klaus Katrin Y, Kind Klaus Y Katrin. Okay? Also Klaus Y Katrin. Dann gehen wir hier rein. Matcht wieder nicht. Aber hier matcht es wieder. Kind Klaus Y Katrin. Wunderbar. Also verdrehen wir es wieder. Gehen wieder da oben rein. Hier. Wir hängen hier in der Endlosschleife. Das ist das Problem. Also, unser Interpreter hängt hier in der Endlosschleife, aber ich nicht. Ich bin ja nicht so blöd und gehe da in die Endlosschleife rein. Ja? Sondern ich wende natürlich diese Regel an und damit können wir das Problem lösen. Ja? Also, Kind Klaus Maria V und Nachkomme, dann haben wir Maria Y. Ja, so, dann gehen wir wieder hier rein mit Nachkomme, hier mit Nachkomme Maria Y, müssen dann beweisen Kind Maria Y Z,
Naja, und dann haben wir mal Kind, Maria, Katrin, Franz. Und damit ist das Problem gelöst. Unser Prolog-Interpreter hat ein Problem. Der hat das Problem, dass der hier in diesen unendlichen Ast reinrattert. Ja? Ich meine, vielleicht können wir mal schematisch versuchen, den Suchbaum hier uns anzuschauen. Also wir haben ja eine Anfrage mit Nachkomme. Und dann gehen wir erst einmal hier rein, in diese Regel, dann hier in das Kind und dann geht es da unendlich runter. Also das heißt, hier gehen wir erst einmal, also das ist die Nachkommeregel, dann haben wir das Subgoal Kind und dann geht es hier unendlich runter. Obwohl irgendwo hier in der Mitte eine Lösung wäre mit drei Schritten oder sowas. Ja? Die wird aber nie gefunden, weil der Prolog-Interpreter, der macht Tiefensuche. Der macht Tiefensuche mit Backtracking, ist aber leider hier immer erfolgreich und rattert unendlich in die Tiefe runter. Das muss man einfach wissen. Das ist ganz wichtig, das muss man wissen, dass der Prolog-Interpreter Tiefensuche macht. Das heißt, jetzt müssen wir, an der Stelle sind wir gefragt, um quasi Control. Nicht nur Logic, bis jetzt ist es nur Logik. Sorry, nicht nur. Wir haben schon ein bisschen Control eingebaut. Wir haben ja gesagt, hier dieses rekursive Kind-Regel, die darf erst nach den Fakten kommen, nicht davor. Ja? So. Genau. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, also welches Problem haben wir jetzt nochmal gehabt? Ja, eigentlich auch das Problem, dass wir hier immer in das Kind reingehen. Also hier rekursiv in diese Kindregel reingehen, bevor wir überhaupt zu dieser Alternative kommen, zu der rekursiven Nachkommeregel. Genau. Und das Problem lösen wir so, also können wir so lösen, ja? Indem wir jetzt hergehen und die Symmetrie von dem Kindprädikat hier einbauen. Also wir sagen, x ist Nachkomme von y, wenn x ein Kind von yz ist, oder x ein Kind von z und y. Das heißt, die Symmetrie, die haben wir jetzt hier eingebaut, ist natürlich nicht so schön. Ja? Ich meine, also was passiert jetzt? Durch diese zusätzliche Regel, die hier, können wir auf diese üble rekursive Kindregel verzichten. Ja? So ist es. Das ist das Problem. Also wir können nicht mehr nach Kind suchen. Also das ist nicht wirklich eine schöne Lösung. So, eine andere Lösung ist das hier. Auch nicht so elegant. Ja? Aber das ist eine Lösung, die gut funktioniert. Und zwar, wir unterscheiden jetzt zwischen dem Kindprädikat und einem Kindfaktprädikat. Also die Kindfakten, die schreiben wir alle so hin. Und jetzt verwenden wir diese Symmetrieregel von Kind derart, dass wir sagen Kind XZY, Kindfakt XYZ oder Kindfakt XZY. Das hat zur Konsequenz, dass wir diese Symmetrie von dem Kindprädikat genau einmal anwenden können und nicht beliebig oft. Und das haben wir ja auch im Hinterkopf. Die Symmetrieregel zweimal anwenden macht überhaupt keinen Sinn, weil bei der zweiten Anwendung bin ich ja wieder da, wo ich vorher war. Ja? Also damit verhindern wir, dass die Symmetrie mehr als einmal angewendet wird. Und das ist auch wieder, naja, das hat mit Logik nicht mehr so viel zu tun, sondern das ist halt Steuerung. Wir sorgen jetzt dafür, dass der Interpreter nicht mehr hier in die Endlosschleife reindüst. Okay, gut. Ja, also jetzt haben wir ein paar Beispiele gesehen zur Prolog-Programmierung und auch ein bisschen gesehen, was das bedeutet. Algorithm ist gleich Logic plus Control.
Naja, vielleicht, aber nochmal, ich möchte doch noch kurz was sagen zum Unterschied zwischen Prolog-Interpreter und Theorembeweiser. Prolog ist eine Programmiersprache und ein Theorembeweiser ist ein vollautomatisches Gerät. Ja? Und beim Theorembeweiser, da erwarte ich, dass der vollständig ist. Das heißt, dass der mir garantiert, für jede Formel, die ableitbar ist, auch einen Beweis liefert. Und zusammen mit dem Gödel'schen Vollständigkeitssatz wissen wir dann, jede wahre Formel ist beweisbar. Die Eigenschaft hat ein Theorembeweiser, der ist vollständig. Prolog ist es nicht. Wegen diesen Geschichten. Ja? Das heißt, da muss ich selber dafür sorgen, dass solche Sachen nicht passieren können. Beim Theorembeweiser brauche ich mich da nicht kümmern. Beim Theorembeweiser genügt es, ich schreibe einfach die Logik hin und der findet dann in endlicher Zeit einen Beweis, wenn es einen gibt. Ja? Allerdings gibt es auch hier natürlich einen Wermutstropfen, nämlich diese endliche Zeit, die kann viel länger sein als meine Geduld. Ja? Okay, so, Semantik von Prolog-Programmen. Da wird immer unterschieden zwischen der deklarativen und der prozeduralen Semantik. Die deklarative Semantik, das ist einfach die Logik, die hinter den Hornklauseln steckt. Ja? Und die prozedurale Semantik, da geht es darum, wie tut der Prolog-Interpreter das Ganze abarbeiten. Haben wir ja auch gerade schon unterschieden. Ja? Ich meine, wir haben vorhin eine Wissensbasis gehabt, da wäre die Formel tatsächlich die Anfrage ableitbar gewesen, aber logisch. Ja? Also von der deklarativen Semantik her hätten wir die Anfrage beantworten können, von der prozeduralen Semantik her nicht, weil der Interpreter in die Endlosschleife reinläuft. Also deklarative und prozedurale Semantik sind zwei Paar Stiefel. Okay, so, jetzt möchte ich nochmal dieses Suchproblem veranschaulichen. Schauen wir uns gerade mal an den Suchbaum für Kind Eva, Otto, Anna. Wie war denn das? Das Eva, Otto, Anna, das steht nicht drin. Genau, da haben wir hier diese beiden vertauscht. Ja? Das heißt, gehen wir zurück. Hier. Eva, Otto, Anna steht hier nicht drin. Wir müssen diese rekursive Regel einmal anwenden und können dann die Anfrage beantworten. Ja? Und jetzt schauen wir den Suchbaum an. Und den haben wir hier. Also, das ist die Anfrage, also die negierte Anfrage, nicht Kind, Eva, Otto, Anna. Dann suchen wir eine Klausel mit einem unifizierbaren positiven Literal. Und da ist die erste die Symmetrieregel für Kind. Dann haben wir als nächstes Subgoal Kind, Eva, Anna, Otto. Und dann haben wir tatsächlich hier die Lösung. Das ist die Lösung. Das heißt, wir verwenden da das Fakt Kind, Eva, Anna, Otto. Ja? Aber an der Stelle haben wir natürlich noch eine Verzweigung, weil wir können natürlich auch in unsere Symmetrieregel wieder einsteigen. Und dann haben wir hier wieder Kind, Eva, Otto, Anna und hier kommen wir dann wieder in die Symmetrieregel rein. Dann haben wir Kind, Eva, Anna, Otto, wieder oben auch wieder, ist wieder unifizierbar, dann wieder Symmetrie und so weiter. Ja. Also das ist genau dieser unendliche Baum, wobei, also hier ist es jetzt dargestellt, als immer der rechte Zweig ist der unendlich tiefe und immer der linke wäre das Fakt. Ja. Und bei jedem zweiten Durchlauf matcht auch das Fakt. Also hier matcht das Fakt, da nicht, aber da wieder. Okay, so, jetzt war das, ist das der Suchbaum für den Fall einer ganz einfachen Regel. Nochmal zurück zu unserer Wissensbasis. Die Regel, die wir anwenden, ist die hier. Die besteht nur aus zwei Literalen. Ja? Also wenn wir reinkommen in die Regel hier über den Klauselkopf, dann haben wir nur ein Subgoal zu beweisen.
Jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht, wenn wir Regeln haben mit zwei Subgoals. Weil da gibt es dann hier ja noch eine Verzweigung. Da muss ich das Subgoal beweisen und das zweite auch noch. Also, man hört es schon, und. Ja? Also, hier müssen wir dann Kind beweisen und Nachkomme beweisen. Genau, und das schauen wir uns jetzt an für so ein Beispiel. Hier. Genau, und zwar den Baum für die Anfrage Nachkomme Klaus-Katrin. Also, und diese Regel, die Anfrage lautet Nachkomme Klaus-Katrin. Die negieren wir und schreiben sie zu unserer Wissensbasis dazu. Nicht Nachkomme Klaus-Katrin. So, jetzt gibt es in unserer Wissensbasis zweimal zwei Klauseln mit dem Kopf Nachkomme. Nämlich die eine Klausel, wo wir Nachkomme Klaus-Katrin quasi, also Nachkomme XY ist Kind XYZ. Ja? Das ist die erste Nachkommeregel. Vielleicht, Sie können ja im Buch gerade schnell die Wissensbasis aufschlagen. Also, das wäre die erste von den beiden Nachkommeregeln. Die können wir anwenden. Wir können aber auch in die zweite, in die rekursive Regel reingehen. Und diese rekursive Regel, die hat dann zwei Subgoals. Nämlich das erste Subgoal ist ein Kind-Subgoal und das zweite Nachkomme. Ja? Also dieser Baum ist jetzt folgendermaßen zu lesen. Erstens, nochmal, wir starten hier mit dem Goal. Und dann haben wir da eine Alternative. Wir können in die Klausel reingehen oder in die Klausel. Ja? Es genügt eine, wenn eine von den beiden einen Beweis liefert, sind wir fertig. Und deswegen nennt man das hier eine Oder-Verzweigung. Ja? Wir brauchen eine Lösung hier oder eine Lösung da. Jetzt gehen wir hier rein in diese Klausel, in die zweite Nachkomme-Klausel. Und die hat ja jetzt dann zwei Subgoals, nämlich Kind und Nachkomme. Also zwei negierte Nicht-Kind und Nicht-Nachkomme. Und die müssen wir jetzt beide beweisen. Damit wir Nachkomme hier beweisen können, müssen wir diese beiden Subgoals beweisen. Und sowas nennt man eine Und-Verzweigung. Das habe ich jetzt symbolisch dargestellt durch diesen Bogen. Ja? Also das ist eine Und-Verzweigung, da müssen wir die beide beweisen. Und hier, gut, ich meine, das ist eine Und-Verzweigung mit nur einem Zweig, das ist trivial. Ja? So, und so können wir jetzt den gesamten Und-Oder-Baum für unseren Prolog-Interpreter aufbauen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier sind, für dieses Nicht-Kind Klaus UV, da matcht dann tatsächlich das Fakt-Kind Klaus Maria Otto B. Und da haben wir eine Oder-Verzweigung, das heißt, hier sind wir fertig. Wir sind hier fertig, dieses Subgoal ist bewiesen. Und da müssen wir nicht mehr weitermachen, weil das eine Oder-Verzweigung war. Aber wir müssen natürlich hier, weil das eine Und-Verzweigung war, dieses andere Subgoal, das müssen wir auch noch beweisen. Also nicht Nachkomme von U, Katrin. Und da haben wir jetzt wieder eine Oder-Verzweigung. Das heißt, wir suchen nach einer Klausel, deren Kopf hier matcht. Und da haben wir die erste Nachkomme-Klausel, U, Katrin. Dann neues Subgoal, nicht Kind, U, Katrin. Und das matcht dann tatsächlich mit dem Fakt Kind, Maria, Katrin, Franz, glaube ich, ist das. Ja? Und dann haben wir einen Beweis, ja? Weil das ist eine Oder-Verzweigung, da genügt eine und damit sind wir fertig. Ja. Und auch hier genügt ein Ast und dann ist das die Lösung. Ja. Also vielleicht, Moment mal. Wir können das ja mal hier farbig markieren. Na? Ja. Also, wir brauchen, hier haben wir eine Oder-Verzweigung, da brauchen wir einen von den beiden Ästen. Da haben wir eine Und-Verzweigung,
da müssen wir tatsächlich beide beweisen. So, dann haben wir da wieder eine Oder-Verzweigung und da genügt einer, nämlich der linke, der ist dann auch erfolgreich. Dann haben wir hier wieder eine Oder-Verzweigung, da genügt einer. Dann haben wir eine Und-Verzweigung, allerdings mit einem Zweig nur, den müssen wir beweisen. Und da haben wir eine Oder-Verzweigung und da genügt auch einer. Und damit sind wir fertig, die Formel ist bewiesen, indem wir diese hier eine Lösung haben und da eine Lösung haben. Genau. Und wichtig ist, das mache ich vielleicht auch nochmal farbig, wichtig sind immer die Und-Verzweigungen. Ne? Da müssen wir beide Äste beweisen und da haben wir eine so eine Und-Verzweigung drin. Okay. Ja, machen wir weiter mit der Sprache Prolog und schauen uns noch ein paar Sachen an, Operatoren in Prolog, mit denen wir Ablaufsteuerung verbessern können. Schauen wir uns dieses kleine Prolog-Programmchen an. Und zwar ist das das Maximum-Prädikat, mit dem wir das Maximum von zwei Elementen ausrechnen können. Also als ganz Simples. Ja? Und zwar dreistelliges Prädikat. Dieses x und y, das sind die Input-Parameter. Und der dritte Parameter, das ist der Output-Parameter. Das heißt, in diesem dritten Argument wird das Maximum von den ersten beiden zurückgeliefert. Und zwar, das Maximum von diesen beiden ist x, wenn x größer gleich y ist. Und andernfalls, wenn x kleiner als y ist, dann ist y das Maximum. Ist klar, oder? Relativ simpel und intuitiv. Übrigens, oft ist es einfacher, so Prolog-Regeln von rechts nach links zu lesen, weil das ist ja die Wenn-Dann-Richtung. Wenn x größer gleich y ist, dann ist x das Maximum. Und wenn x kleiner als y ist, dann ist y das Maximum. So. Okay, schön. Also, dieses Maximum-Prädikat haben wir so definiert. Und jetzt stellen wir diese Anfrage. Wir suchen das Maximum von den Zahlen 3 und 2 und das soll in der Variable z zurückgeliefert werden und wir fragen, ob z größer als 10 ist. Also das ist quasi so ungefähr die Anfrage, ist das Maximum der Zahlen 3 und 2 größer als 10? Ja? Okay, ist natürlich eine dumme Frage, aber ich meine, wir wollen ja jetzt hier mal ganz einfache Fragen stellen, um das Problem aufzuzeigen. So. Ja, was passiert? Maximum von 3,2, die 3 ist größer als 2, das heißt, wir sind erfolgreich hier in dem ersten Ast. Ja? Und kriegen dann in dem dritten Argument, das heißt hier in z nimmt den Wert 3 an. Ja? Okay, dann haben wir z gleich 3 und dann gehen wir weiter und prüfen, ist 3 größer 10? Ja, nein, 3 ist nicht größer als 10. 3 ist kleiner als 10. Das heißt, wir sind hier, Prolog-Interpreter ist hier nicht erfolgreich. Was macht der? Der liefert mir einen sogenannten Fail. Das heißt, dieses Prädikat war nicht erfolgreich. Wenn der Interpreter einen Fail liefert, dann macht er Backtracking. Ist klar, der hat ja noch andere Alternativen, die er probieren könnte. Wo haben wir, also da geht es jetzt wieder um unseren Suchbaum, wo gibt es noch Oder-Verzweigungen? Naja, hier haben wir eine Oder-Verzweigung. Das heißt, der Interpreter, der liefert mir hier an der Stelle ein Fail. Und dann macht er Backtracking, dann überlegt er sich, wo habe ich denn noch offene Alternativen? Und er hat sich gemerkt, hier war eine Oder-Verzweigung. Da sind wir da reingegangen, waren erfolgreich. Naja, dann probieren wir doch hier die andere Alternative.
Also gehen wir hier rein, Maximum von x, y, y. Wenn x kleiner als y ist, dann liefern wir y. Aber x ist nicht kleiner als y, das heißt, hier kriegen wir wieder einen Pfeil, kommen dann hier zurück und sind dann fertig. Aber das war völlig unnötig. Das war völlig unnötig, hier reinzugehen. Warum ist das völlig unnötig? Weil wir ja schon wissen, dass x größer ist als y. Eben. Wir wissen ja schon, der erste Zweig war erfolgreich. Aber das wissen wir als Programmierer von der Maximumfunktion. Es gibt ja sehr wohl Prädikate, wo es eventuell sinnvoll sein kann, wo zwei Zweige erfolgreich sein können. Aber wir wissen hier, das haben wir ja extra so programmiert, dass sich diese beiden Bedingungen gegenseitig ausschließen. Das heißt, wenn das hier erfolgreich war, dann werde ich niemals da reingehen müssen. Also es macht keinen Sinn, da reinzugehen. Wenn ich das jetzt dem Interpreter sagen will, wenn ich ihm sagen will, hallo, wenn du einmal hier warst, dann brauchst du die Alternativen nicht mehr anzugucken. Das machen wir so, mit dem sogenannten Cut. Also das heißt, wir schreiben unser Programm jetzt ein bisschen um und schreiben in die erste Klausel rein, x größer gleich y, Komma, Ausrufezeichen. Das heißt, wenn wir mal hier hingekommen sind, dann passiert da ein Cut. Sprich, über diese Stelle hinweg machen wir kein Backtracking mehr. Das heißt, wir werden nie diese zweite Alternative ausprobieren, wenn die erste erfolgreich war. Ja? So, also wenn wir hier einmal reingegangen sind und das war erfolgreich, dann wird quasi hier die Alternative gelöscht. Diese Verzweigung ist dann weg. So, wenn hingegen ich hier einen Pfeil habe, also wenn wir hier reinkommen und x ist kleiner als y, dann werden wir hier nicht erfolgreich sein und dann kommen wir gar nicht dahin zu diesem Cut. Dann kriegen wir hier einen Pfeil, gehen zurück und machen Backtracking und versuchen die Alternative hier. So. Und jetzt können wir uns nämlich diese Abfrage gleich sparen. Warum können wir uns die sparen? Wir wissen ja automatisch, wenn x nicht größer ist, muss es dann. Genau, so ist es. Die Abfrage, die haben wir ja hier schon gemacht. Ja? Weil wir haben ja hier ein Nein zurückgekriegt, also wissen wir, dass das zutrifft, also brauchen wir das gar nicht mehr hinschreiben. So, das ist also jetzt das optimierte Maximumprädikat, bei dem wir uns Backtracking einsparen können, durch diesen Cut. Aber Vorsicht mit dem Cut. Also den darf man natürlich nur anwenden, wenn man weiß, was man tut. Ja? Sprich, wenn diese beiden Alternativen sich gegenseitig ausschließen, dann macht es Sinn, sonst nicht. Okay, dann haben wir noch das Built-in-Prädikat Fail. Das ist genau das, was wir brauchen, wenn wir wollen, dass der Interpreter uns alle Lösungen zu einer Anfrage ausgibt. Und da habe ich jetzt hier ein Beispiel gemacht. Und zwar, wir wollen alle Kinder und deren Eltern ausgeben. Ja? So, und zwar mit unserer dritten Variante von unserer Wissensbasis. Wir stellen die Frage, Kind fragt x, y, z. Und jetzt sehen Sie auch ein bisschen, wie man Output macht mit Prolog, mit dem Write-Kommando zum Beispiel, kann man auf dem Bildschirm Ausgabe machen. Dann sagen wir Write X, dann ist Kind von, Write Y und Write Z, dann noch ein Punkt, New Line und Fail. Und dieser Fail da hinten, dieses Fail-Prädikat, das liefert einen Fail, das heißt, das tut so, wie wenn diese Anfrage hier nicht erfolgreich beantwortet worden wäre. Sprich, der Interpreter sucht weiter nach einer anderen Lösung. Ja? Und das macht er andauernd. Und die Ausgabe von dem Programm sieht dann so aus. Otto ist Kind von Katrin und Franz, Maria ist Kind von Katrin und Franz und so weiter. So. Also vielleicht erkennt man jetzt auch ein bisschen ein paar nette Features von Prolog. Nämlich, wenn ich quasi will, dass unsere Datenbasis komplett durchsucht wird,
muss ich nicht selber irgendwie einen Suchalgorithmus programmieren. Das hat Prolog schon eingebaut. Ja? Ich muss hier nur hinten Pfeil hinschreiben und Prolog sucht mir automatisch alle Lösungen. Und das kann natürlich jetzt auch, das ist natürlich jetzt trivial, es werden hier nur die Fakten durchgeklappert, aber das kann natürlich auch über Regeln gehen. Wir könnten auch jetzt zum Beispiel so eine Anfrage stellen, Nachkomme XYZ. Ja? Und dann sucht mir Prolog alle Nachkommenrelationen, die es gibt. Okay, was würde ohne Pfeil am Ende ausgegeben werden, wenn wir hier schon den Punkt machen und nicht Pfeil? Genau, nur die erste Zeile. Okay. Negation as failure. Ja, darüber müssen wir jetzt auch noch reden. Und zwar Anfrage: Kind fragt Ulla XYZ. Antwort: No. So, jetzt schauen wir nochmal unsere Wissensbasis an. Kind fragt Ulla XY oder so ähnlich. Naja, hier kommt nirgends Ulla irgendwas vor, also Antwort No. So, naja, vielleicht würde man sagen, gut, ist verständlich, aber die Antwort ist logisch nicht korrekt. Warum nicht? Was würde ein Theorembeweiser antworten? Jetzt geht es wieder um Logik. Ja? Und bei der Logik ist immer die Frage, ist meine Anfrage Q wahr oder falsch? Darum geht's. Wahr oder falsch? Jetzt No. Was ist ein No? Heißt es falsch? Dass er sich schon entschieden für falsch. Wo es eigentlich hätte nicht. Wer weiß es eigentlich nicht. So ist es. Genau. Die Antwort müsste eigentlich lauten: Ich weiß es nicht. Übrigens, was würde der E-Prüfer sagen? Der würde sagen: No proof found. Der ist ehrlich. Der sagt, ich kann es nicht beweisen. Ja. Okay. Ja, dann vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Hornklauseln. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Das Prolog hat nicht die volle Mächtigkeit von PL1, weil wir ja nicht alle Klauseln erlauben. Wir erlauben nur Klauseln mit höchstens einem positiven Literal. Das heißt, Klauseln mit mehr als einem positiven Literal, die sind verboten. Und hier haben wir jetzt ein Beispiel für so eine Klausel, die bei Prolog nicht erlaubt wäre. Also unsere Russellsche Antinomie. Rasiert Barbier X oder rasiert XX? Sowas, solche Anfragen, das geht nicht. Kann Prolog nicht beantworten. Ja. Und ich meine, wir haben es ja vielleicht auch schon gesehen, das ist natürlich sehr schön, dass unsere Klauseln, die haben nur einen Kopf, das heißt immer nur einen Einstiegspunkt für das Backward-Chaining. Das macht die Abarbeitung natürlich viel einfacher. Ja? Wenn ich da jetzt zwei solche Einstiegspunkte habe, was mache ich denn dann mit dem anderen? Na gut, ich meine, was Resolution macht, das wissen wir. Das heißt, wir müssen halt das Literal auch irgendwann wegresolvieren und so weiter. Aber das macht natürlich das Suchproblem wesentlich aufwendiger. Und eben für die prozedurale Abarbeitung von Prolog ist es wichtig. Also ich glaube auch, Programmierer würden damit nicht mehr zurechtkommen. Ja? Weil ein Programmierer
ist es ja gewohnt, ich habe eine Funktion und die Funktion heißt f und die wird einfach aufgerufen mit dem einen Einstiegspunkt f. Wenn ich jetzt Klauseln habe mit mehreren positiven Literalen, dann habe ich quasi viele Einstiegspunkte in meine Unterprogramme und das wird irgendwann viel zu unübersichtlich, da blickt keiner mehr durch. Vor allem, ich steige quasi über ein Literal ein und dann muss ich über das andere wieder rausgehen aus meiner Funktion. Also das wird einfach sehr komplex. Okay, so, jetzt noch ein paar weitere Programmierelemente von Prolog. Und zwar Listen. Also mit Prolog können wir Listen verarbeiten. Das ist die wichtigste Datenstruktur in Prolog. Listen werden über eckige Klammern mit Kommata die Elemente getrennt, so werden die repräsentiert. Und dann gibt es diesen senkrechten Balken, um den Kopf und den Rest von der Liste zu trennen. Ja, genau. Machen wir mal ein Beispiel. In unserer Wissensbasis haben wir zum Beispiel drin Liste von und jetzt mit diesem Argument. Ja. So, und jetzt stellen wir eine Anfrage, Liste HT. Was liefert der Interpreter als Antwort? Na gut, der liefert als Head das A und als T den Rest von der Liste. Ist irgendwie plausibel. Ja. Also über diesen Operator können wir das erste Element aus einer Liste rausholen. Gut, wir können mit Listen zum Beispiel auch Bäume repräsentieren, ganz wichtig. Damit können wir also komplexe Datenstrukturen darstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel diese Liste BC interpretieren als einen Baum mit diesen beiden Blättern B und C. Oder diese geschachtelte Liste, da haben wir jetzt diesen Unterbaum EFG und den Unterbaum H und D. Fangen wir vielleicht hier mal an. Das D, das ist keine Liste mehr, das heißt, das ist ein Blattknoten. Das H ist nochmal einmal geschachtelt, das heißt, da geht es eine Ebene tiefer. Und hier auch, da haben wir einen Unterbaum mit der Wurzel und dann den beiden Blättern EFG. So, das ist die einfachste Möglichkeit, Bäume mit Prolog zu repräsentieren. Und jetzt können wir, ist klar, wir können natürlich beliebig tief geschachtelt solche Listen haben, das heißt beliebig tiefe Bäume. Allerdings, was hier natürlich nicht geht, wenn wir das so machen, wir können den inneren Knoten keine Namen geben. Wenn wir das machen wollen, dann bietet es sich an, das zum Beispiel so zu machen, dass wir quasi uns darauf einigen, immer das erste Element von meiner Liste, das ist tatsächlich das Label des aktuellen Knotens. Also A, B, C wäre dieser Baum. Oder wenn wir jetzt diese Liste hier haben, ist klar, das erste Element, das ist das Label vom Wurzelknoten. Dann folgt B, E, F, G, das heißt, das ist jetzt ein Unterbaum mit dem Wurzelknoten B und dann diesen drei Nachfolgern. Und hier haben wir einen Unterbaum mit dem Wurzelknoten C und dem Nachfolger H oder hier dann das D. So. Gut. Okay, so jetzt ein bisschen Prolog-Programmierung noch. Und zwar, wir programmieren jetzt ein Append-Prädikat. Append macht nichts anderes als zwei Listen aneinander anhängen. Und da sieht man jetzt auch ganz nett, wie man quasi rekursiv Prolog programmieren kann. Und zwar dieses Anhängen von zwei Listen, das machen wir, indem wir quasi über die zweite Liste iterieren. Wir tun ein Element nach dem anderen anhängen, das machen wir natürlich wieder rekursiv. Und deswegen schreiben wir uns erst die Terminierungsklausel hin. Sprich, wenn ich an die leere Liste die Liste L anhänge, dann ist das Ergebnis die Liste L.
Das ist die Terminierung. Ja? So. Und Sie sehen, weil hier jetzt die leere Liste steht, ist klar, dass wir über das erste Argument iterieren. Wenn wir zum Beispiel da so eine Anfrage sehen, append ABC und dann D1,2, Ergebnis muss in Z zurückgeliefert werden, dann wird jetzt quasi über die erste Liste iteriert. Wir nehmen quasi Elemente aus der ersten Liste raus und verlängern unser Z immer mehr. Ja? Und zwar so lang, bis die erste Liste leer ist. So. Und jetzt schauen wir uns hier diese Regel an. Und die lesen wir aber jetzt wieder von rechts her, weil das ist von der Logik her. Ja. Das ist ja dieses Wenn-Dann. Also wenn L1 und L2 aneinander gehängt L3 ergeben, dann ist die längere Liste, also L1 mit noch einem X vorne dran, wenn ich da L2 dranhänge, dann gibt es nichts anderes als L3 mit dem X vorne dran. Also wenn ich hier an L1 noch ein X vorne dranhänge, da ist das das Gleiche, wie wenn ich an L3 noch ein X vorne dranhänge. Und das steht hier. Also L1 um X verlängert, führt dazu, dass L3 auch vorne um X verlängert wird. Das ist einfach die Logik. Fertig. Ja? Also so rumgelesen. In der Abarbeitung geht es natürlich gerade umgekehrt. Nämlich, wir bauen unsere Liste ab. Wir nehmen das X raus und bei einem rekursiven Aufruf haben wir dann eine Liste, die um 1 kürzer ist. So, und weil eben das erste Argument immer kürzer wird, matcht irgendwann der Terminierungsfall. Okay, gut. Also, wir können das Programm jetzt aufrufen. So, und dann kriegen wir zurückgeliefert, Z ist gleich, naja, das Ergebnis eben. So, und jetzt sehen wir aber eines der ganz coolen Features von Prolog. Wir können das jetzt so aufrufen. Append X, Liste, zweite Liste. Also das ist quasi so ungefähr, an welche Liste X muss ich das hier anhängen, sodass das rauskommt? Antwort lautet 4, 5, 6. Also quasi, wir können Prolog-Programme rückwärts laufen lassen. Das geht mit keiner anderen Programmiersprache. Also quasi, wie muss denn der erste Input-Parameter aussehen, sodass das rauskommt? Woran liegt es? Ja, das liegt daran, dass wir, vergleichen wir es mit einer anderen Programmiersprache. In einer normalen Programmiersprache, da haben wir jetzt eine Funktion geschrieben, die hat zwei Übergabeparameter, das wären hier diese ersten beiden Parameter und das wäre der Return-Wert. Wenn wir die Funktion aufrufen, dann schaut der Interpreter oder das Laufzeitsystem natürlich, der Funktionsaufruf matcht der mit einer Funktion in meiner Funktionstabelle. Jawohl, der matcht, also gehen wir rein. Also das ist Pattern Matching, das in einer Richtung geht. Ja? Das heißt, die Konstanten in meinem Aufruf, und das müssen ja Konstanten sein, wir können da nicht irgendwelche Variablen reinschreiben in einem C-Programm. Ja? Wenn ich eine Funktion habe, die zwei Reals akzeptiert, dann müssen das reelle Zahlen sein und nicht irgendwas. Ja? Das können nicht Variablen sein. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, die Variablen, die in meinem Funktionskopf in dem Programm drinstehen, die werden ersetzt durch die Konstanten, die ich eingebe. Das ist Pattern Matching, das in einer Richtung geht. Prolog hat Unifikation. Und Unifikation ist was, das nicht gerichtet ist in eine Richtung, sondern das kann in beide Richtungen ablaufen. Und über die Unifikation kann ich halt solche coole Anfragen stellen. Und das ist natürlich schon ein tolles Feature. Das ist einfach klasse. Also die Unifikation ist ein richtig mächtiges Werkzeug, mit dem wir
Jetzt sieht man sehr schön, ganz interessante, aufwendige Symbolverarbeitung machen können. Wir können sogar noch weitergehen. Wir können sogar fragen, append xy und hier diese Liste angeben. Dann wird uns Prolog eine Lösung ausgeben. Ja, welche, das können Sie sich überlegen, indem Sie das Programm anschauen. Oder wir setzen dann dahinter noch ein File und dann kriegen wir alle Lösungen. Dann liefert uns Prolog quasi alle Kombinationen von Listen, die aneinander gehängt, die da ergeben. Und das haben wir zu verdanken der Unifikation und dem eingebauten Suchalgorithmus. Okay, so. Jetzt schauen wir uns noch naiv reverse an. Und zwar, also bevor wir das tun, schauen wir nochmal unsere Append-Funktion an und überlegen uns kurz, wie das aussieht mit der Rechenzeit. Wie ist denn die Rechenzeit von unserem Append-Prädikat in Abhängigkeit von der Länge dieser beiden Listen? Ja, und zwar linear in was jetzt? Ja, linear in der Länge der ersten Liste, weil wir tun ja tatsächlich diese erste Liste abarbeiten. Ja? Die erste Liste wird abgearbeitet, also die Rechenzeit ist linear in der Länge von L1. Okay, das merken wir uns. Und jetzt schauen wir nämlich ein neues Programm an, das Append verwendet, nämlich NREF. Steht für Naive Reverse. Also das Naive Reverse ist jetzt ein Programm, das eine Liste umdreht. Ja, das die Reihenfolge der Elemente in einer Liste umdreht. So. Wieder ein rekursives Programm. Terminierungsfall ist simpel. Ja, die leere Liste umgedreht ist immer noch die leere Liste. So, und jetzt schauen wir uns die rekursive Regel an. Wieder, Moment, ja, wie fangen wir jetzt an? Ja. Wenn wir an die Liste, wenn RT die Umkehrung von der Liste T ist, ja, und wir an RT H anhängen, also ein Element, die Liste der Länge 1 mit dem Element H anhängen, und wir kriegen dann R raus. Ja, dann kommt es auf das Gleiche raus, wie wenn ich Moment, naja, langsam. Wie ist das? Ja. Okay, das müssen wir vielleicht an der Tafel veranschaulichen. Also, wir haben, wir haben zum Beispiel RT. Wie machen wir das jetzt? Oh, wie schreiben wir das jetzt hin?
Wir haben leider keinen Operator da dafür. Also, nehmen wir mal RT gleich die Liste A, B, C. So. Und dann haben wir H gleich D. Ja. Und dann wäre R gleich. R ist das Ergebnis von Append RT, H. Das heißt, wenn wir die beiden aneinander anhängen, dann wäre R A B C D. So. Und T, dieses T hier, wäre was jetzt? Wir haben ja da das Literal nref t, rt. Und das Prädikat nref ist wahr, wenn die zweite Liste das Umgekehrte von der ersten ist. Genau, also ist t C, B, A. So. Okay, also jetzt haben wir die rechte Seite verstanden. Ja? Also die rechte Seite ist wahr, wenn das hier gilt, was da steht. Ja? So. Und jetzt schauen wir an, was da auf der linken Seite steht. Da haben wir HT. Ja? Also HT. Diese Liste ist gleich. Da haben wir T, C, B, A. Da haben wir D, C, B, A. Und R steht schon da. Und jetzt sehen Sie. Das heißt, das Prädikat ist auch wahr. Nämlich H, T, D, C, B, A ist das Umgekehrte von R, A, B, C, D. Da oben haben wir die rechte Seite aufgeschrieben. Also nochmal, nref t, rt. T und rt sind tatsächlich zwei umgekehrte Listen der Länge 3. Und h an rt angehängt ergibt a, b, c, d, also r. So, und jetzt verwenden wir rt und h und kriegen ht. Und sehen, HT ist die Umkehrung von R. Und zwar, wir kommen quasi von RT und T, zwei Listen der Länge 3, die, also wo die eine die Umkehrung der anderen ist, kommen wir auf zwei Listen der Länge 4. Ja. Die um dieses Element H verlängert sind. Okay, soweit so gut. Das ist unser Naive Reverse. Jetzt, wenn wir uns das überlegen, wie tun wir eine Liste umkehren? Wie würden Sie das programmieren? Vertauschen. Stimmt, das könnte man machen. Bis man in der Mitte angekommen ist. Genau. Ja. Und das würde mit linearem Aufwand funktionieren. Ja? Na klar, wir gehen die ganze Liste einmal durch. Wäre eine Möglichkeit, wobei, wie ist denn das? Ja, das geht aber nur, wenn wir ein Array haben. Bei Listen geht es nicht. Weil bei Listen, da können wir ja nicht Random Access in konstanter Zeit auf beliebige Elemente zugreifen. Listen können wir nur der Reihe nach durchgehen. Also beim Array können wir das so machen, geht in linearer Zeit. Wenn wir jetzt aber eine Liste haben, also in C eine verkettete Liste zum Beispiel,
dann können wir das nicht machen. Wir können nicht mitten reinspringen in die verkettete Liste an einer beliebigen Stelle. Wie machen wir das mit Listen? Müssen wir neu anlegen und dann rückwärts auslesen. Genau, genau, so ist es. Also quasi nach dem Stack-Prinzip. Wir nehmen oben runter und fangen dann unten an und der neuen Liste. Und das geht natürlich auch in linearer Zeit. Unsere Naive Reverse aber braucht quadratische Rechenzeit. Warum? Schauen Sie hier, dieses HT, also wir nehmen unsere Originalliste, nehmen hier quasi den Kopf raus, das erste Element, und haben dann einen rekursiven Aufruf, hier den rekursiven Aufruf auf T, auf der Liste, die um 1 kürzer ist. Das heißt, die Zahl der rekursiven Abstiege hier oder Aufrufe ist so viel wie die Länge von der Liste. Also linear. Wir haben den linearen Aufwand hier. Aber in jedem Schritt müssen wir noch eine Liste umkehren, komplett. Das heißt, in jedem von diesen Schritten haben wir noch den linearen Aufwand von Append. Und linear mal linear macht quadratisch. Ja? Und deswegen heißt das Ganze naiv reverse, weil das natürlich viel besser geht. Ja? Das haben wir halt jetzt ganz naiv so hingeschrieben, aber wir haben uns jetzt nicht Gedanken gemacht, wie wir das eben über diese so eine Stack-Methodik irgendwie effizienter gestalten könnten. Und die effizientere Variante, das ist hier dieses Prädikat Akref. So. Da haben wir jetzt ein drittes Argument noch mit dabei. Und das ist ein Trick, den man oft anwendet in Prolog. Ja, wir verwenden noch ein drittes Argument, und zwar hier quasi in der Mitte, das ist der sogenannte Akkumulator, ja, quasi als Zwischenspeicher. Und die Variable mit dem quasi Return-Wert, das ist dann das dritte Argument. So, und das hier ist der Terminierungsfall. Also ist klar, terminieren tut das Ganze, wenn das erste Argument leer geworden ist, so wie da oben auch. Also wenn quasi unsere Liste so lang verkürzt worden ist, bis das erste Argument leer ist. Und dann würden wir hier die leere Liste zurückgeben. Bei dem Akref sieht es anders aus. Da verwenden wir den Akkumulator als Zwischenspeicher, und zwar steht in dem Zwischenspeicher eben immer so eine Zwischenlösung drin. Ja? Und da hinten steht eine temporäre Lösung drin, und wenn die Zwischenlösung und die temporäre Lösung irgendwann gleich geworden sind, dann sind wir fertig. Das ist die Terminierungsbedingung. Also erstens, da vorne muss leer sein, und hier muss zweimal das Gleiche drinstehen. Oder ja, schauen wir es uns mal an, wenn wir das untere gesehen haben. Ja? Also hier muss leer sein, das ist die Terminierungsbedingung, und dann wird die Unifikation verwendet, um diesen variablen Akkumulatorinhalt an den Return-Wert rüber zu kopieren. Okay, was macht unser Akref? Ja, letztlich lesen wir es mal prozedural von links nach rechts. Wir haben eine Liste hier mit Head, also erstes Element, und Tail. Und dann haben wir da den Akkumulator, und der Akkumulator, der ist übrigens am Anfang leer. Ja? Also, haben wir das noch auf der Folie drauf? Nö, sorry. Also der Aufruf, das müssen wir jetzt vielleicht noch in die Tafel schreiben, wäre zum Beispiel Akref von A, B, C, Komma, leerer Akkumulator, Komma, R. Sowas. Ja? Ja. So. Was machen wir? Wir nehmen hier
Also wir haben hier eine Liste. Wir nehmen das erste Element, das benennen wir jetzt als H. Da haben wir den Akkumulator und da haben wir den Returnwert. Mit dem passiert erstmal gar nichts. Und was machen wir? Wir nehmen das erste Element hier raus und tun es an den Akkumulator vorne dran hängen. Ja? Dann ist das hier um 1 kürzer geworden und wir machen einen rekursiven Aufruf. Bei dem rekursiven Aufruf machen wir wieder das Gleiche, so lange, bis das erste Element leer geworden ist. Ja? So, also wenn wir da vorne durch sind, dann ist die erste Liste leer geworden. Und was ist denn dann, wenn die erste Liste leer ist? Ja, dann ist der Akkumulator voll. Dann steht quasi die ganze Liste umgedreht hier drin. Und jetzt sind wir ja fertig, und jetzt wollen wir den Akkumulator im dritten Argument als Returnwert zurückgeben. Und das machen wir ganz elegant, indem wir sagen a, a. Und die Unifikation, weil das sind zwei Variablen. Und die Unifikation sorgt natürlich dafür, dass die beiden Variablen den gleichen Wert haben. Das heißt, der Akkumulatorinhalt wird per Unifikation hier rüber kopiert. Wieso brauche ich denn den Returnwert überhaupt? Also können die doch theoretisch auch weglassen. Könnte ich. Er wird ja so nie verwendet. Außer bei der Rückgabe, aber das ist ja nur das kopierte Ergebnis aus dem Akkumulator. Das stimmt, ja. Warum? Also wenn wir den jetzt komplett weglassen. Du brauchst eine dritte Variable. Weil da oben zwei Variablen. So, also dieser Abwert ist ja dreistellig. Ja, aber generell. Wir könnten ja das Agref nur zweistellig machen, das war sein Vorschlag. Sobald die erste Liste leer ist, kann ich ja einfach den Akkumulator zurückgeben. Sollte er dann. Sollte eigentlich funktionieren. Dann was reinschreiben. Das ist genau, ja. Wir rufen es ja so auf. Also das ist quasi ja unsere Anfrage. Genau, und wenn wir diese Anfrage so abschicken, dann werden wir als Antwort kriegen, R ist gleich, und zwar die umgekehrte Liste. Wenn wir das aber jetzt so machen würden mit unserem Agref mit zwei Argumenten, naja, das würde auch funktionieren. Würde auch funktionieren, aber wir würden die umgekehrte Liste nicht sehen. Wir würden Yes kriegen als Antwort. Achso, also wenn man, wenn man das Ergebnis möchte, muss man immer eine Variable mitgeben, wo es reinschreiben soll. Das ist auch in dem Fall. Ja, ich meine, hier würden wir über diese Variable das Ergebnis kriegen. Und da haben wir ja nur eine leere Liste drin und da wird ja dann nichts zurückgeliefert. Ja. Also das haben wir ja vorhin gesehen, der Prolog-Interpreter, der tut, wenn ich Variablen in der Anfrage habe, die tut er mir beantworten. Da sagt er dann Y gleich Anna oder hier R gleich und dann eine Liste. Ja. Und da hätten wir ohne das, hätten wir ja gar keine Variable drin, das heißt, wir würden keine Antwort kriegen. Das ist der Grund, genau. Also damit wir explizit eine Antwort kriegen, weil wir können es zweistellig machen, aber wir würden als Antwort nur Yes kriegen. Das heißt, die Antwort wäre, jawohl, ich kann die Liste umdrehen, aber ich sage dir nicht wie. Ja.
Okay, so, ich glaube, wir müssen Schluss machen. Und hier kommt nämlich auch noch unser externer Teilnehmer, der Topatsch. Ja. Okay, so, sind wir jetzt? Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Okay, also eine wichtige Sache kommt dann beim nächsten Mal noch. Gut.